und herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Ich bin darum gebeten worden, mal ein reines Dinkelbrot zu machen. Dann habe ich mich auf die Suche begeben und bin fündig geworden und mache mit euch jetzt ein Dinkelnussbrot, welches zwei Überraschungsgewürze hat, die man normalerweise sich so im Brot nicht vorstellen kann. Und das Tolle an der Sache ist, es passt zu Süßem als auch zu Herzhaftem. Also lasst euch überraschen, macht's nach und genießt es. Wir gehen jetzt mal runter zu den Zutaten. Für das Dinkelnussbrot brauchen wir 250 Gramm Milch, 75 Gramm Butter, einen halben Würfel frische Hefe, 30 Gramm braunen Zucker. Ich nehme den immer von Südzucker. Dann brauchen wir noch 500 Gramm Dinkelmehl 630. Die bewahre ich, also meine Mehle bewahre ich immer in diesen Kisten auf. Die sind absolut genial, weil man sie richtig toll stapeln kann. Ja, und dann brauchen wir Salz, gemahlenen Kardamom und gemahlenen Zimt, zwei Eier und 150 Gramm Haselnusskerne. Als erstes bereiten wir unsere Hefemilch zu. Wir geben 250 Gramm in unseren Mixtopf. Dann noch 75 Gramm Butter in Stücken. Dabei ist es egal, ob sie warm oder kalt ist, weil wir erwärmen das eh auf 37 Grad. Dazu einen halben Würfel Hefe. Das sind ungefähr 20, 21 Gramm. Und 30 Gramm braunen Zucker. Das Ganze wollen wir jetzt verrühren, und zwar 3 Minuten auf 37 Grad Stufe 2. Und da geben wir jetzt zuerst unser Mehl hinein, 500 Gramm, und immer zuerst das Mehl reingeben, denn macht ihr Salz rein, und das kommt auf diese Hefe, dann kann es sein, dass es die Hefe beim Gehen beeinträchtigt. Also dass Hefezellen kaputt gehen, und das wäre schade. Also immer zuerst Mehl. Dazu ein gehäufter Teelöffel Salz. Eine gute Prise Zimt. Und eine gute Prise Kardamom. Die Eier habe ich mir jetzt aufgeschlagen und werde die zuerst mal verquillen. Dann verteilt sich das Ei besser im Teig. Deckel aufsetzen und die Teigstufe aufrufen. Und wir wollen die Masse verkneten, 3 Minuten lang. Dann schauen wir uns das mal an. Es ist ein sehr klebriger Teig, wie ihr seht. Und da hinein kommen nämlich jetzt noch unsere Haselnüsse. Und zwar 150 Gramm. Deckel wieder aufsetzen und das Ganze wird jetzt noch mal verknetet, und zwar 2 Minuten lang. Dann zeige ich euch's mal. Und zwar, so sieht es jetzt aus, ja, schaut mal. Den lasse ich jetzt 45 Minuten im Topf ruhen. Und was ich mache, ich bereite mir in meinem zweiten Mixtopf direkt ein zweites Brot zu, weil ich mache dann den Backofen nämlich nur einmal an.
habe dann aber zwei Brote gebacken. Das eine, das führt zum Verbrauch und das andere, das friere ich mir ein. Ich schneide die Brotlaibe immer zur Hälfte und dann friere ich die ein. Und wenn man die über Nacht nämlich auftaut im Brotkasten, sind die morgens wieder wie frisch gebacken. So, dann fange ich mal an und der andere kann schon mal anfangen mit seiner Ruhezeit. Zuallererst, wenn ihr klebrige Teige habt, dann ist es immer gut, ihr nehmt den Originalspatel. Der kriegt den Teig nämlich am besten raus. Ne? Und dann hatte ich mir letztens zwei neue Backformen gekauft. Die sind richtig klasse, weil, wie gesagt, ich mache mir immer zwei Brote gleichzeitig und benutze dafür immer diese Dauerbackfolien. Die lege ich mir einfach rein und kann nachher wirklich das Brot ganz leicht aus der Form rausholen. Also wirklich, wirklich coole Angelegenheit. Und jetzt wird zuerst einmal ordentlich Mehl auf die Backunterlage gemacht. So. Und dann zeige ich euch mal, wie der Teig aufgegangen ist. Schaut mal hier. Töpfchen ist voll. Ja? Dann schiebe ich mir das nach unten und ihr werdet merken, wirklich, also der Originalspatel, den benutze ich selten, aber nicht nur zum Mischen, zur Unterstützung oben im Deckel, sondern vor allen Dingen beim Herausholen vom Teig ist er nun mal das Beste. Na, komm schon. Jawohl. So, den Teig, bevor ich dann mit den Händen dran gehe, falte ich den ein paar Mal. Sonst ist er zu klebrig. Aber der muss schon ein paar Mal gefalten werden, um die Luft rauszukriegen. Wunderbar. So, und dann ab in meine Form. Mach ihn noch ein bisschen platt, damit er einigermaßen gut reinpasst. So. Und dasselbe mache ich dann jetzt mit meinem zweiten Brot, was ich gemacht habe. So, das Ganze wird jetzt ordentlich eingemehlt. Und dann schneide ich das einfach dreimal ein. So, decke ihn ab und lasse ihn 30 Minuten gehen. Und nach 15 Minuten schalte ich den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Es ist soweit. Schaut mal. So schön sind sie aufgegangen. Ich halte es mal nah dran, damit ihr das seht. Herrlich, oder? Und das kommt jetzt in den Ofen. Und zwar auf der zweiten, auf der untersten Schiene. Unterste Schiene. Ungefähr 45 Minuten. So, unser Brot ist fertig. Dieses Hintergrundgeräusch ist meine Mikrowelle, wo ich jetzt gerade meinen Reis mache. Ich habe nämlich heute meinen Ghana Fish Stew gemacht. Also das ist so lecker. Die Rezepte aus Ghana könnt ihr auch mal ausprobieren. So, dann hole ich mal unser erstes Brot. Schaut mal, ist das nicht schön?
Und das seht ihr, so schnell geht das aus dem Ding raus. Kann ich das einfach abziehen. Jawohl. Seht ihr? So leicht geht das. Und es ist durch. Wunderbar. Und der zweite Brotlaib. Jawohl. Und das darf jetzt abkühlen. Dann schaut mal, sind die nicht toll geworden? Ja? Ja. Ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Lasst mich einfach wissen, schreibt es in die Kommentare. Der Reis ist fertig. Schreibt in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat, wie es euch gelungen ist. Und denkt daran, Brot könnt ihr immer einfrieren. Ich schneide meine einmal halb durch, dann friere ich die, wenn die abgekühlt sind, ein. Und lasse sie dann in meinem Brottopf, in meinem Römertopf über Nacht auftauen. Dann sind die wieder wie frisch gebacken, gell? Ja, das war's für heute, liebe Leute. Und wir sehen uns dann wieder am Mittwoch mit einem ganz leckeren Rezept. Bis dann, eure Claudia. Ciao.